kommen zum Pressestatement mit Robert Habeck bezüglich der Gaslieferung. Robert Habeck hat das Wort. Vielen Dank, sehr geehrte Damen und Herren. Mit mir irgendwo in der Schalte muss auch der Präsident der Bundesnetzagentur Klaus Müller sein, sodass auch er für Nachfragen zur Verfügung steht. Wir haben zu diesem Statement, zu dieser Hintergrundinformation eingeladen, um die Situation am heutigen Tag einmal einzuordnen, sowohl politisch wie mit der Perspektive für den deutschen und den europäischen Gasmarkt. Insgesamt, das muss man sagen, spitzt sich die Situation in der Art zu, dass die Ankündigungen, Gas, Öl, Energie als Waffe einzusetzen, an verschiedenen Stellen jetzt sich realisieren. Am 3.5. hat Putin angekündigt, dass er ein Dekret erlassen wird, worunter dann eine Listung von verschiedenen Unternehmen folgen wird, worauf eine Listung von verschiedenen Unternehmen folgen wird, die dann sanktioniert werden von russischer Seite. Das ist heute der Fall, heute eingetreten am 11.5. Das Dekret ist über Nacht bei uns eingegangen und wir hatten Zeit, es zu analysieren. Betroffen sind 31 europäische Unternehmen und darunter auch Gazprom Germania und einige ihrer Tochtergesellschaften. Einige ihrer Tochtergesellschaften heißt, dass Speicher- und Handelsunternehmen davon betroffen sind, allerdings nicht die Netzbetreiber von Gazprom Germania. Auf diese Situation und andere denkbare haben wir uns vorbereitet. Das heißt, es gibt Bereitstellung von finanzieller Hilfe und anderen Absicherungsinstrumenten, sodass die Bundesregierung alles tun wird, um Gazprom Germania, die ja jetzt in unserer Treuhand ist, zu stabilisieren. Die Auswirkungen des heutigen Tages sind überschaubar. Die Börse ist 14% nach oben gegangen. Das ist nicht schön, aber das entspricht den normalen Schwankungen seit Kriegsbeginn. Wir haben eine Lieferung, die nicht mehr erfolgt, in einer Menge von 10 Millionen Kubikmeter Gas täglich aus Russland. Auch das ist eine Menge, die kompensierbar ist und die Unternehmen sind dabei, das Gas über andere Quellen zu beschaffen. Zu der Vorbereitung gehört auch, dass wir das Energiesicherungsgesetz ja neu novelliert haben und geschrieben haben. Es befindet sich heute mit der zweiten und der dritten Lesung im Deutschen Bundestag und wird, so die Planung, am 20.05. im Bundesrat neu dann beschieden werden. Dieses Energiesicherungsgesetz gibt der Bundesregierung dann weitere Möglichkeiten, bei einer zugespitzten Gasmangellage entsprechend zu handeln. Es hat sich also ausgezahlt, schon jetzt ausgezahlt, dass wir rechtzeitig angefangen haben, uns vorzubereiten. Wir werden die Alarmstufe heute nicht ausrufen. Sie wissen, dass wir in einer Frühwarnstufe sind. Diese Alarmstufe ist dann angezeigt, wenn tatsächlich erhebliche Mengen von Gas Deutschland nicht erreichen. Das ist nicht der Fall. Wie gesagt, die Mengen, die bisher in Rede stehen, sind an anderer Stelle zu beschaffen. Ich will aber auch ausdrücklich sagen, dass sich die Situation durch die verschiedenen politischen Punkte verschärfen kann und dass wir die Lage mit großer Konzentration beobachten, also die Zahlung über die sogenannten K-Konten, die reduzierten Gaszuflüsse über die Ukraine, jetzt das Dekret mit den 31 europäischen Unternehmen, kann sich natürlich auch zu einer verschärften Situation hochschaukeln und aufbauen. Heute ist noch nicht der Tag, wo man einen nächsten Schritt gehen muss in den Eingriffsmöglichkeiten oder Notwendigkeiten des Staates. Die Lage ist beherrschbar, das Gas fließt nach Deutschland, aber wir beobachten die Situation sehr genau. Heute wird noch einmal der Krisenstab zusammentreten und dann am Nachmittag, wenn die Nominierungen, die kommen immer um 14.30 Uhr für den nächsten Tag auf dem Markt sind, werden wir täglich, dauernd, im Grunde stündlich die Analysen novellieren und genau schauen, wie sich die Lage weiterentwickelt. Soweit von meiner Seite. Vielleicht übernimmt Klaus Müller noch einmal mit einigen Einschätzungen. Dann stehen wir für Nachfragen zur Verfügung.